Nächstes Achtelfinale, nachdem die Hälfte rum ist, geht es jetzt weiter mit dem VfL Wolfsburg gegen den VfL Osnabrück. Zweimal VfL also in diesem Duell. Und auch hier haben wir wieder einen klaren Favoriten, damit Sie mir gleich erzählen können, es ist alles Quatsch. Es gewinnt der sogenannte Außenseiter. Die Wolfsburger sind hier der haushohe Favorit, sind durchmarschiert durch die Vorrunde. 4-3 gegen Nürnberg, 3-2 gegen Arminia Bielefeld, 5-4 gegen Leipzig. Das genaue Gegenteil haben wir dann erlebt beim VfL Osnabrück. 2-7 gegen Schalke, 0-5 gegen Stuttgart und ein 2-4 gegen den Hamburger Sportverein. Aber die gleiche Konstellation hatten wir auch schon im ersten Achtelfinale, als der 1. FC Köln punktlos den FC Bayern München einfach mal aus dem Turnier fegte. Von daher sind wir gespannt. Auf den Verlauf dieses Spiels. Freuen dürfen wir uns auch auf einen der auffälligsten Spieler dieses Turniers. Wolfsburgs Nummer 18, aber jetzt meldet sich erstmal ein ganz anderer. Das ist Jesaja Herrmann. Aktueller U16-Nationalspieler. Zweitbester Torschütze der Wolfsburger in der Liga. 6 Treffer hat er erzielt in der Regionalliga. Und war jetzt bis zu dieser Woche in La Manga in Spanien. Um den einen Gedanken gerade noch zu Ende zu führen. Auffälligster Spieler, Wolfsburg. Der Spieler mit der Nummer 18, Gabriel Cesai. Technisch herausragender Spieler. Jetzt gerade am Ball. Konnte aber gestoppt werden. Schütze der Partie übrigens wieder. Carsten Krebs von Rot-Weiß Maßling. Abschlussversuch der Osnabrücker. Doppelchance. Simon Haubrock mit dem Distanzschuss und dann Sascha Stach. Jetzt wieder Antonio Brandt, der Spieler mit dem ersten Torwart-Tor des Turniers am gestrigen Tage. Wir haben heute schon ein paar mehr gesehen. Der Schussversuch der Osnabrücker, die in den ersten 5 Minuten der Partie auf jeden Fall mithalten. Schon 3 gute Abschlüsse hatten. Die nicht etwa unterlegen sind. Liegen technisch gesehen hier VfL Wolfsburg in der Regionalliga auf Platz 2. VfL Osnabrück eine Liga tiefer in der Niedersachsenliga. Dort aber auch nur Tabellen 13. Das heißt mitten im Abstiegskampf. Die Wolfsburger haben die beste Offensive der Regionalliga, sind allerdings schon 4 Punkte hinter Holstein Kiel, die allerdings mit ihrer U17, U17 das VfL Wolfsburg ja in der Bundesliga Nord eingruppiert.
Max Janke spielt zurück auf Antonio Brandt. Wieder Janke, Brandt. Bewegung jetzt. Oh, da wird schon eng. Da waren die 4 Sekunden um, richtig. Da hat er für fortgeschrittener Krebs. Folgerichtig. Ist etwas lange gedauert. Jetzt die große Chance zum Ausgleich für den VfL, aber Mati Luka Luka bekommt da einen gefährlichen Abschluss hin. Der Ball jetzt. Spieler am Boden aktiv und deswegen Freistoß für die Wölfe. Da ist Cesai. Ist ja eng attackiert. Osnabrück Rücker haben natürlich auch sich das Turnier hier angeschaut. Wir wissen ganz genau, auf wen man aufpassen muss. Und da steht natürlich Cesai ganz oben auf der Liste. Drüber gespielt. Jetzt ist er ganz überlegt zum 2:0 für die Wölfe. Sei schöne Ablage auf Hermann. Abschlussversuch, aber die gehen dann doch etwas deutlich über das Tor. Der Ball rüber gespielt. Aber wieder die Chance vereitelt. Wieder zu sei. Thank you.
Check gegen Max Stach. Wieder beide die Chance. Können die Zeit dann wirklich nutzen, dass ich Ihnen noch den Trainer des VfL Osnabrück vorstelle, Nelson da Costa. Dürfte mir nicht jetzt sofort was sagen. Außer Sie sind großer Fan der holländischen Eredivisie. Hat nämlich unter anderem 28 Erstligaspiele für Twente Enschede gemacht. Da Costa, seit September Trainer der U16, ist seine erste Cheftrainerstation. War zuletzt ein halbes Jahr Co-Trainer der U19, jetzt ist von Meppen. Lehrer am Gymnasium in Damme. Jetzt Ball schön zurückgelegt, aber das ist Jeboa, der aus dem Rückenlage gerät. Die Chance für die Osnabrücker, aber geklärt auf der Linie von Hermann. Ganz wichtige Parade. Erste Mitnahme jetzt hier. Maximilian Janke. Osnabrück im Gegenzug. Aber wieder schmeißt sich da ein Spieler zwischen den Ball. Jetzt Janke per Kopf. Was für ein Tor! Maximilian Janke mit dem Hinterkopf. Überluft der Laurenz Beckemeyer. Klasse Tor. 3-0 Wolfsburg. Und das jetzt 1,50 vor Ende. Schon eine kleine Entscheidung. Kaum sage ich es. Anschluss. 1-3. Schauen wir die Chance vielleicht. In Niedersachsen. Aber jetzt aber quergelegt und dann der Ball über dem Tor. Kann selber gar nicht fassen. Cesai. Genau. Eine Minute und eine Sekunde vor Ende der Partie. Kein Vollspiel hier. Max Janke jetzt ins leere Tor. Pfosten! Nachschuss. Sei nochmal klasse rübergelegt. Auf Janke. Ein bisschen Zeit von der Uhr nimmt.
Jetzt aber nochmal Abschluss. Und noch ein Tor für Jesaja Herrmann. 4-1 VfL Wolfsburg. Klare Nummer. Nummer 2 gegen 1 Überzahl. Hier Bohr. Auf Cezay. Cezay. Kriegt den Ball hier nicht ins Tor. 16 Sekunden vor Ende. Abschluss nochmal. Julius Rommelker, die sich hier verabschieden. Mit 4 Niederlagen aus dem Turnier. Trotzdem toller Kampf, tolle Erfahrung. Gleich geht's weiter mit dem nächsten Achtelfinale. Wir bedanken uns für die Turnierkampf an der Wolfsburg.